Ich bin Lisa. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Herbstausgabe. Dieses Jahr ging es Schlag auf Schlag. Wir hatten einen späten Start in das Schuljahr Anfang September. Dann hat es nicht lange gedauert bis zu den Herbstferien und genau heute in 6 Wochen liegt fast schon die Weihnachtsgans im Ofen. Da starten die Weihnachtsferien. Das erste Schulhalbjahr ist also sehr, sehr kurz, denn das Halbjahr endet wie immer Ende Januar. Für uns Schüler bedeutet das weniger Zeit für die gleiche Zahl an Klassenarbeiten und Prüfungen. Und das alles nur, weil die Sommerferien in diesem Jahr so spät wie selten waren. Mal Ende Juni Sommerferien, mal Ende Juli. Wer legt das denn eigentlich fest? Unser Reporter Philipp hat sich mal mit der Ferienregelung in Hessen beschäftigt. Warum gab es in Hessen in diesem Jahr so spät Sommerferien? Letztes Jahr war das doch alles einen ganzen Monat früher. Ja, 2005 war das letzte Mal, dass wir erst Ende Juli in die Ferien gegangen sind. Die Sommerferien werden für 14 der 16 Bundesländer nach einem Rotationsverfahren vergeben, und zwar von der Kultusministerkonferenz. Die 6 Wochen freie Zeit müssen zwischen dem 20. Juni und dem 15. September liegen. In diesem Jahr ist Hessen auch mal auf einen späten Termin gerutscht. Das hat also alles seine Richtigkeit. Bayern war übrigens noch eine Woche später dran als wir. Es nehmen also nur 14 der 16 Bundesländer am Rotationsverfahren teil. Was ist denn mit den anderen beiden? Bayern und Baden-Württemberg besitzen eine Sonderstellung. Die beiden Bundesländer haben immer einen späten Sommerferienbeginn. Das ist noch ein Relikt aus alter Zeit. Die Begründung ist ganz einfach. Viele Schüler mussten in der Landwirtschaft früher immer bei der Ernte helfen. Und die fällt eher in den Spätsommer. Wie sehen denn die Sommerferientermine für die nächsten Jahre aus? Also wir arbeiten uns langsam nach vorne. 2018 starten die Ferien dann wieder im Juni und nach dem besagten Rotationsverfahren gehen wir dann wieder rückwärts und die Kultusministerkonferenz hat die vorläufigen Termine bis 2024 festgelegt und die kann man alle im Internet nachlesen. Unser nächster Beitrag kommt von Sebastian. Viele von euch haben sich ja im Sommer das Theaterstück Kafka im Propsteihaus angeschaut. Für die Inszenierung hat unsere Theater AG jetzt eine tolle Auszeichnung bekommen. Die Gruppe durfte ihr Stück beim großen Festival Schultheater der Länder in Saarbrücken auf einer riesigen Bühne im Staatstheater zeigen. Das war ein tolles Erlebnis, sagt Marcel, Mitglied der Theater AG. Das Staatstheater in Saarbrücken ist ja das viertgrößte in Deutschland. Das ist schon mal eine große Ehre, da überhaupt spielen zu dürfen als Schultheatergruppe. Ich denke mal, das ist auch ein einmaliges Erlebnis, was man nicht wieder erleben wird. Zumindest nicht, wenn man Schultheater macht. Das war für uns alle ein Riesenerfolg und auch ein prägendes Ereignis. Während des Festivals traten Schultheatergruppen aus ganz Deutschland an und präsentierten ihr Können. Das nächste Theaterstück ist voraussichtlich für das Jahr 2016 geplant. Irina ist noch kein Jahr alt, als sie in Russland die schlimme Diagnose Krebs bekommt. Das kleine Mädchen kann nur überleben, wenn es schnell operiert wird. Irinas Großcousine Evgenia macht an unserer Schule im nächsten Frühjahr Abitur. Als sie die Geschichte in ihrer Klasse der WG 13C erzählt, sind sich alle sofort einig. Wir müssen helfen. In einem Interview erklärt sie uns die Krankheit. Neuroblastom ist eine Krebsart, die besonders bei Kindern auftritt. Bei Irina befindet es sich im Bauchbereich. Es ist ein bösartiger Tumor, der sich verbreitet und Organe angreift. An der Kinderklinik in Greifswald gibt es Spezialisten, die die lebenswichtigen Operationen durchführen können. Die kosten allerdings mehr als 200.000 Euro. Geld, das Irinas Familie in Russland allein nicht aufbringen kann. Eine OP hat Irina mittlerweile hinter sich. Es müssen aber noch weitere folgen. Deshalb hat die WG 13C eine Spendenaktion auf die Beine gestellt. Morgen, am Samstag, gibt's am Uniplatz in Fulda eine Benefizveranstaltung mit russischen Nationalgerichten, Kuchenbuffet, Kinderunterhaltung und Musikacts. Die Klasse ist vor Ort und sammelt Spenden. Jeder Euro ist wichtig und kann ein Leben retten. Wenn ihr helfen wollt, besucht die Spendenaktion morgen ab 10 Uhr am Uniplatz und schaut auf der Facebook-Seite von Irina vorbei. Schlagwort krebskrankes Zwillingsbaby. Hier findet ihr auch die Bankverbindung für Spenden. Und jetzt Neues von der Schule. Die Richard-Müller-Schule kooperiert seit kurzem mit der Zeitschrift Move 36. In der letzten Ausgabe gab es einige Sonderseiten über die RIMS. Alle Schüler bekommen die Zeitschrift jetzt in der Schule jeden Monat kostenlos. Momentan wird die neueste Ausgabe verteilt.
Die zweijährige höhere Berufsfachschule Fachrichtung Fremdsprachensekretariat feiert in diesem Jahr 30. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Vor den Herbstferien war mal wieder die Zeit der Klassenfahrten. Ziele in diesem Jahr waren unter anderem Nizza, Salzburg, der Gardasee und Kroatien. Vor ein paar Wochen standen die neuen Schulsprecherwahlen auf dem Programm. Neuer Schulsprecher ist Salomon Negusse aus der FOS. Stellvertreter sind Niklas Bott und Lisa Gut. Habt ihr Lust, beim Schulradio mitzumachen? Ihr könnt bei uns eigene Themen setzen, Interviews führen, die Musik zusammenstellen, moderieren oder Beiträge schneiden. Wir planen ein kleines Treffen für alle, die Lust haben mitzumachen oder einfach mal reinschauen wollen. Kommt ganz unverbindlich vorbei am nächsten Donnerstag, 13.11. um 13 Uhr in Raum C214. Nächsten Donnerstag, 13.11. um 13 Uhr, Raum C214. Wir freuen uns auf euch. So, jetzt steht wieder die Zeit der Klassenarbeiten an. Hierfür drücken wir euch fest die Daumen. Bis zum nächsten Mal, euer Schulradio-Team.